Hallo und herzlich willkommen zu Sag's doch einfach, Folge 2, das unverschämt schwere Quiz. Wir sehen, in Folge 1 hat sich ein Team qualifiziert für diese zweite Folge, und zwar das Team Ölige Sardinen. Herzlich willkommen, hallo. Ja, uns ist klar, dass wir beim letzten Mal nicht so wahnsinnig viele Punkte ins Boot geholt haben, aber es hat doch noch gereicht, glücklicherweise. Aber wir planen heute auf jeden Fall mal ein paar mehr Punkte an Köder zu kriegen. Gut, in den Kommentaren habe ich gelesen, das Format sei einzig und allein deshalb entstanden, um meinen Ehemann zu foltern. Aber lasst euch nicht täuschen von diesen leeren, traurigen Augen. Da steckt ein Rätselfuchs dahinter, der richtig viel Lust hat, heute richtig viele Punkte zu holen. So, Team Ölige Sardinen, sind Sie bereit? Ja, wir sind bereit. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal auf unsere Kategorien, denn in Runde Nummer 1 geht es natürlich darum, die Verbindung von vier Begriffen oder vier Bildern zu finden. Und womit dürfen wir denn da anfangen? Wir nehmen deutsches Einhandfingeralphabet Q. Eingeloggt. Errätst du das direkt schon beim ersten Begriff, gibt es 5 Punkte. Danach 3 Punkte, dann 2 Punkte. Errätst du es beim vierten Begriff, gibt es 1 Punkt. Soweit alles klar? Alles klar. Frage Q. 60 Sekunden Zeit. Los geht's. 65 Antoninische. Nächstes. 250, die Kyprianische. Die Kyprianische, Zypern, Antoni. Sind das Päpste? Päpstische Vatikankongresse, Schismen. Ich nehme mal den nächsten noch. 541, die Justinianische. Das könnten Kalenderreformen sein oder Rechtschreibreformen. Ich logge ein, das Bist sind du nicht auf die alles. letzte? Nein, ich logge ein, das sind alles Kalenderreformen und die jeweiligen Jahreszahlen. Nein. Das letzte hätte dir vielleicht geholfen. Deshalb, das war ein großzügiger Tipp von mir. Denn der letzte Tipp wäre gewesen, 1665, die Große von London. Okay, 1666 war ja das große Feuer, ne? Und 65, das letzte Jahr vor dem Feuer, oder was? Jeweils das letzte Jahr vor dem Justinianischen Feuer. Nein, du hast recht, 1666 war das große Feuer von London. Ein Jahr davor war es aber auch schon nicht so geil, denn das sind alles Pandemien bzw. Epidemien mit Pest im Namen. Die große Pest von London kam tatsächlich ein Jahr davor. Sie hatten eine richtig tolle Zeit. Und die Antoninische Pest, die Kyprianische Pest und die Justianische Pest, die gab es eben in den anderen Jahren, obwohl nicht ganz geklärt ist, ob es tatsächlich bei den anderen Seuchen auch der Pesterreger war, aber wurden Deswegen war ich trotzdem. so ein bisschen unsicher, ja. Deswegen dachte ich mir, dass es nicht vielleicht nicht alles zusammenpasst, aber okay, gut. wurden Waren ein Komma. trotzdem Ja. eben so genannt. Okay, gut, also. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Und wir schauen mal rein. Wir wählen deutsches Einhandfingeralphabet E. Zack. Das ist wieder eine Textfrage. Und da wollen wir mal ein bisschen sehen, ob du vielleicht schon ein Wort aus der letzten Folge mitgenommen hast, beziehungsweise dessen Bedeutung. Denn es geht los, noch nicht mit dem Wort, aber es geht los mit Epagomene. Ich habe mir die letzte Folge jetzt nicht nochmal angeschaut, auch einfach aus Scham. Deswegen ist das jetzt vielleicht mir zum Verhängnis geworden. Nächstes bitte. Da ist es, Paralipomena. Ja, könnten natürlich verschiedene Dinge sein. Bin natürlich im Das Griechischen. stimmt. Nächstes. Natriumglutamat. Nächstes. Und Igel, noch 30 Sekunden. Das ist doch diese Eigenleistungs. Ich möchte lösen, das sind.
Dinge, die sich selbst etwas angetan haben. Was? Was? Was hat sich der Natriumglutamat getan? Ja, da gab es doch diesen Skandal in den 80ern. Ist es denn richtig? Überraschung, nein. Epagomene sind Zusatztage in Kalendersystemen, zum Beispiel im ägyptischen Kalender, im Maya-Kalender, sodass teilweise die Monate auf die gleiche Zahl kommen oder beziehungsweise das Jahr am Ende. Paralipomena, da hatten wir das letzte Mal Pareaga und Paralipomena, das sind Zusätze zu Texten, Anhänge. Natriumglutamat ist ein Lebensmittelzusatzstoff. Und wie du schon richtig erkannt hast, IGL-Leistungen sind individuelle Gesundheitsleistungen, die auch nochmal zusätzlich zum Angebot der Krankenkassen angeboten werden, die man dann selbst bezahlen muss. Mhm. Das heißt, wir haben hier lauter Zusätze und Ergänzungen. Das hätte ich gesucht. Ja. Ja, dann kann ich mir hier noch keine Punkte notieren. Was darf es denn als drittes sein? Wir wählen das deutsche Einhandfingeralphabet A. Zack. Und es geht los mit Eo Vacuam Viam. Ja, nächstes bitte. Simul gradiuntur fractae spes. Ja gut, war damals in meiner Schulklasse der Einzige, der kein Latinum bekommen hat, hat mit 5 Latein abgelegt. Ich nehme das nächste Mal gerade nochmal, vielleicht kommt noch was Italienisches oder so. Est urbi quies. Est urbi quies. Ist es überall leise? Ich nehme mal das letzte noch. Et sum unicus et solus eo. Das ist der Text von Never Gonna Give You Up auf Latein. Es ist keine schlechte Richtung, die du da gegangen bist. Aber vielleicht hättest du noch in eine andere Richtung gehen können. Wenn ich sag, et sum unicus et solus eo. Soloseo, Soloseo. Boulevard of Broken Dreams auf Latein. Ich bin tatsächlich im Moment in so ein Rabbit Hole gefallen, dass ich mir alle möglichen Lieder auf Latein anhöre. Ja, wie das so oft ist dir wahrscheinlich auch schon mal passiert, ne? Ja, klar, das hatte ich viel in meinen Teenagerjahren, aber mittlerweile eher nicht mehr. Vielleicht so, man hätte in die Richtung gehen können mit Vacuum Viam, leere Straße. Urbi quies ist, glaube ich, City Sleeps. Ich habe mir von einer Lateinlehrerin sagen lassen, es ist unschönes Latein. Oh, weil ja. Weil die Wörter so gestellt sind, dass sie auf den Text passen. Aber das hat mich direkt irritiert. Das war ja direkt für mich ein Verwirrungselement. Das unschöne Latein, ich lese ja sonst nur Catull, da bin ich anderes gewohnt. Was darf es als nächstes sein? Ich nehme deutsches Einhandfingeralphabet R. Das R ist eine Bilderfrage. Das heißt, ich will von dir wissen, genau dasselbe wie vorher, nicht was verbindet die 4 Begriffe, sondern was verbindet die 4 Bilder. Wieder 60 Sekunden. Das erste Bild kommt hier. Okay, das ist Chirurg. OP. Mal gucken. Okay, weiter geht's. Nächstes. Das ist ein Diamant. Diamant. OP, Opal. Ist das ein Diamant oder ist es so ein. Ist das so ein Oval-Schritt? OP, Oval. Ich mach mal den nächsten bitte. Die 8. Die verdammte. Die 8, Leute. Da ist sie. Ich nehme noch das letzte bitte. Also geht es um 5, geht es um Hand. OP, Oval, 8. Hand. Chirurg. 5 Sekunden. Hart. Und Zeit ist um? Ja. Was sagst du? Es geht, die Verbindung ist, es sind alles harte Dinge. Also Chirurgie ist sehr hart, da muss man viel lernen. Diamant ist hart. Die 8 ist die härteste Zahl.
Ach so. Und so eine Faust, das weiß ich aus eigener Erfahrung, kann auch ganz schön hart sein. Vor allem im Zoo. Und war. Ja, du hättest schon Affenfaust gesagt, ne? Als letztes. Ja. Denn das wäre auch richtig gewesen. Wir haben hier auf dem ersten Bild Chirurgen, auf dem zweiten einen Diamant, auf dem dritten natürlich die Acht und die Affenfaust. Und wenn man sich so ein bisschen auskennt in der Seemannskunde, sag ich mal, da weißt du direkt, ach so, das sind ja alles Arten von Knoten. Der Chirurgenknoten zum Nähen einer Wunde, der Diamantknoten kann zum Beispiel als Zierknoten verwendet werden. Dann haben wir den Achtknoten oder Achterknoten als Stopperknoten am Seilende und die gute alte Affenfaust, wenn man eine Wurfleine beschweren will. Also ist ein sogenannter Wurfknoten. Knotenkunde jetzt nicht so dein. Gar nicht. Ich bin eher zu Berge und zu Luft unterwegs. Das Wasser stößt mich eher ab. Okay. Ist natürlich dann, jetzt ein bisschen peinlich, dass wir als ölige Sardinenfans jetzt hier diese Wasserfrage nicht beantworten konnten, aber der Fischer ist natürlich der Feind der Sardine, deswegen kennen wir uns damit nicht aus. Wäre das jetzt Arten von Netzen gewesen, dann hättest du natürlich mehr dazu sagen können. Da können wir einiges dazu sagen, ja, das stimmt. Zwei Fragen sind noch offen, was darf es als nächstes sein? Als viertes. Wir nehmen deutsches Einhandfingeralphabet X. Das X ist auch wieder eine Bilderfrage. Was verbindet diese vier Bilder? 60 Sekunden ab jetzt. Okay, Schäfer. Schäferhund, Schäferstündchen. Nächstes bitte. Papagei, Papageno, Vogel, Schultervogel, Krankheitserreger. Nächstes bitte. Was ist das denn? Hundeflucht? Jagdhund? Ist denn das so ein Nachnamen? Schäfer, Papagei, Hundeflucht? Ulrike Hundeflucht? Bürgermeister von Kassel oder so? Ich nehme mal das nächste bitte. Das ist ein Katzensprung. Ich möchte lösen, das sind alles Sprichwörter zur Bezeichnung von kurzen Dingen. Von kurzen Dingen? Ja. Wie lauten denn die anderen Sprichwörter dann von den beiden? Naja, Schäferstündchen ist kurz, Katzensprung ist eine kurze. Nicht bei allen. Papageien, Schnabel ist ein kurzes Gespräch. Ach so. Und Hunde können nicht lange sprinten, deswegen ist eine Hundeflucht in der Regel relativ kurz. Du warst nah dran, es wären Redensarten und Sprichwörter mit Tieren gewesen. Also die Schäfchen ins Trockene bringen, weil wir sehen, da regnet es oben draußen. Dann einen Vogel haben, den letzten beißen die Hunde und einen Katzensprung weit entfernt. Also du warst schon nah dran, aber... Den letzten beißen die Hunde, okay. Na gut. Ich dachte, mit Katzensprung hättest du es schon fast gehabt. Wir nehmen deutsches Einhandfingeralphabet S. Zack. 60 Sekunden ab. Jetzt Chemie 1911 und 1935. Oh, da denke ich natürlich an Nobelpreis. 1911 sind das die Jahre, in denen Deutsche den Nobelpreis gewonnen haben. 35 Chemie. War nicht Einstein auch mal Chemie oder so? Ich nehme mal noch den nächsten, bitte. Physik 1906 und 1937. Ja, ich möchte lösen, das sind die Jahre, in denen Deutsche den Nobelpreis gewonnen haben. Nobelpreis ist nicht schlecht. Ich löse noch eben auf. Zwei wäre gewesen Physik 1922 und 1975 sowie Medizin 1982 und 2022. Weißt du, bei irgendeiner Zahl davon irgendjemanden? Wenn es Nobelpreise sind, wird vielleicht einer Einstein sein, vielleicht 37 oder so? Nee, ist tatsächlich kein Deutscher dabei, glaube ich. Es handelt sich um die Jahre, wo jeweils, und das ist auch erschreckend, dass es tatsächlich viele sind, ein Elternteil und das Kind von dem Elternteil jeweils einen Nobelpreis bekommen haben. Das heißt, wir haben bei Nummer 1 haben wir Marie Curie und dann später ihre Tochter Irène Joliot-Curie.
Beim zweiten ist J.J. Thompson und sein Sohn George P. Thompson. Beim dritten Niels Bohr und sein Sohn Arge Bohr. Und als viertes Sune Bergström und sein Sohn Svante Paabo. Das ist schon krass, das ist so. Ja. Zwei Nobelpreise in der Familie, das ist schon, ja, wenn sie auf die Schulter klopfen. Wenn für die zwei Punkte das zweite Mal Physik gekommen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich anders gedacht, aber da möchte ich auch wirklich sehr ehrlich sein, in keiner Welt wäre ich darauf gekommen. Ich bin ja eher dann so der Literatur-Nobelpreis-Typ, so, da kenne ich mich aus, aber... Genau, außer hätte da Literatur gestanden. Ja, das ist kein Problem, klar. Wir gucken jetzt mal, wie es bei Runde 2 aussieht. Die funktioniert nämlich ganz ähnlich. Nur, gehen wir mal rüber. So, Nobelpreis für Elternteil und Kind. Nur möchte ich bei Runde 2 wissen, wie lautet der vierte Begriff? Das heißt, es geht nicht mehr darum, was verbindet die Begriffe, die wir da gleich sehen, sondern welcher ist der vierte Begriff? Was macht Sinn in der Reihenfolge, was da als viertes stehen könnte? Mhm. Und was darf ich dir denn als erstes kredenzen? Wir fangen mal an mit deutsches Einhandfingeralphabet R. R. Was ist der vierte Begriff? Let's go. Hartung. Hartung. Daniel Hartwig. Hartung. Nächster Begriff. Hornung. Hartung, Hornung ist so die wieder so ein biologischer Verpuppungsprozess oder Schmetterlingsgedöns. Ich nehme mal den nächsten noch, bitte. Lenzing. Ja. Hartung, Hornung, Lenzing. Könnten Nachnamen sein. Ja, ich möchte lösen. Der vierte Begriff lautet Flug. Wenn der Schmetterling dann fertig verpuppt ist und abhebt, dann gibt es den Flug. Also wenn der Lenzing vom Schmetterling abgeschlossen ist, dann kommt der Freiflug. Mhm. Ja, nicht ganz. Tatsächlich, hast du das Wort Lenz schon mal irgendwo in einem anderen Kontext gehört? Der Lenz? Ja, ich habe es schon mal gehört, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Ist das nicht so eine Art Schürzenjäger, der ewige... Nee, Stenz ist das. Ich weiß nicht genau. Nee, Lenz? Launing wäre es gewesen. Das sind alte Begriffe für Januar, Februar, März und April. Und der März wird auch schon mal der Lenz genannt. Da kommt der Lenz um die Ecke. Ist nicht so ganz klar, wo diese alten Begriffe herkommen. Hartung vielleicht so vom harten, gefrorenen Boden. Hornung. Im Februar wird es so ein bisschen möglicherweise, weil die Hirsche da ihre Geweihe abwerfen, möglicherweise kommt es daher, Lenzing eben, anderes Wort für März und die Tage werden länger und Launing, so der April macht, was er will. Hier hätte ich quasi gelten lassen, wenn man sagt, das alte Wort für April, also man hätte nicht exakt Launing sagen müssen, sondern einfach erkennen, okay, das sind die Monate, die alten. Ja, beim Althochdeutschen ist ja auch bekannt, dass im April die Vögel anfangen zu fliegen, weswegen der Monat auch Flug genannt wird. Mhm. Ja. Wir wählen deutsches Einhandfingeralphabet X. X. Was ist der vierte Begriff? Let's go. Brüssel. Brüssel. Mhm. EU. Hauptstadtsding. Pommes. Weiter geht's. Den nächsten bitte. Rocky Beach. Das ist die Tour der Scorpions, ne? Wo waren die denn im vierten Gladbach? Ich weiß nicht genau. Ich nehme den zweiten, den nächsten nochmal bitte. Millionenstadt. Ja, 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 ja. 30 Sekunden, ne? Millionenstadt. Ist das ein Song? Ich war noch nie in Brüssel. Ich war noch niemals in Brüssel. Ich war noch nie in Rocky Beach. Werd nie eine Millionenstadt sein. 5 Sekunden. Der vierte Begriff, der gesuchte, ist Hauptbahnhof. Warum? Ja, es geht hier um die verschiedenen Stadien einer Großstadt. Erst ist es Brüssel, dann ist es ein Strand, Tourismus-Hotspot, Millionenstadt und dann kommt der Hauptbahnhof. Also erst ist die Stadt in Brüssel. Ja.
Meistens Städte fangen als Brüssel an, das ist ja wir haben hier tatsächlich als viertes eine variable Auswahl. Also da hätten euch mehrere Begriffe einfallen können. Zum Beispiel Dorset zum Beispiel. Aber möglicherweise auch Hamburg. Denn es geht darum, es ist die Heimat fiktiver Detektivgruppen nach Mitgliederzahl. Wir haben Brüssel, da sind Tim und Struppi unterwegs. Wir haben Rocky Beach, drei Fragezeichen, ein Trio. Die Millionenstadt ist natürlich die Heimat von TKKG, die zu viert sind. Und Dorset wäre zum Beispiel die Heimat von den fünf Freunden. Oder Hamburg, Pfefferkörner beispielsweise. Also ihr hättet als viertes jegliche Heimat nennen können einer fiktiven Detektivgruppe mit fünf Mitgliedern. Das stimmt, ja. Da jetzt, als du es gesagt hast, kam ich auch drauf. Aber jede Stadt fängt als Brüssel an, finde ich eigentlich auch ein gutes Zitat, was man so auf Wikipedia Florentipel schreiben kann. Wir wählen deutsches Einhandfingeralphabet E. E, da haben wir eine Bilderfrage. Und auch hier wieder dasselbe. Da möchte ich nicht wissen, was verbindet die Bilder, sondern was ist das vierte Bild oder was könnte auf dem vierten Bild zu sehen sein. Es geht los. Okay, das ist ein sehr durstiger Mensch. Der hat drei Getränke dabei und eine Gabel. Ist es Pasta? What the fuck ist das? Wer ist das? Nächster Begriff. Ist das Martin Scorsese? Die Person ist egal. Fernsehen schauen. Warum hat er drei Becher? Das wie durstig kann ein Mensch sein? Nächstes Bild. So, das ist das letzte Bild. Was ist das vierte? Wie viele Hände hat diese junge Frau? Was ist denn da los? Ich musste KI generieren, achte da nicht drauf. Also, essen, Fernsehen schauen, schlafen. 10 Sekunden. Meine Mama hat mir erlaubt, ich darf Kunst. Ich spiele Fortnite. Ich trinke Cola und. Zeit ist um, was sagst du? Ich sage Skateboard fahren. Ja, warum? Das sind die vier Dinge, die jedes Kind gerne tut: Essen, Fernsehen schauen, schlafen und Skateboard fahren. Warum ist auf dem ersten Bild ein alter Mann? Weil der. Das ist ja egal. Du hast ja gesagt, die Person ist egal. Ich habe in jedem Bild einen Buchstaben versteckt. Auf dem ersten siehst du auf dem Becher ein D, auf dem zweiten hinten auf dem Bildschirm ein E und auf der Schulter von dem Mädel ist ein O. Hilft dir das irgendwie weiter? Deo? Ist jetzt ein persönlicher Hinweis oder was? Möchtest du mir hier was mitteilen? Wir lösen mal auf. Beispielsweise wäre das hier das vierte Bild gewesen. Da hättest du mir aber einige Sachen nennen können. Denn wir sehen hier die umgangssprachlichen vier Glückshormone Dopamin, Endorphin, Oxytocin und Serotonin, beziehungsweise wodurch sie ausgelöst werden. Wir haben hier, also es ist alles umgangssprachlich, die Biologen mögen es entschuldigen. Wir haben hier ganz oben links das Belohnungshormon zum Beispiel ausgeschüttet durch dadurch, dass man sein Lieblingsessen sich reinstopft. Dann daneben Endorphin beispielsweise, also das Schmerzhämmerhormon durch Lachen oder wenn man lustige Sachen anguckt, ausgeschüttet. Dann haben wir unten Oxytocin, das Kuschel- oder Liebeshormon durch Berührungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Hundstreicheln, alles, was so mit Berührungen zu tun hat. Und dann hätte ich alles gelten lassen, was, wenn du sagst, irgendwas, was Serotonin ausschüttet, zum Beispiel Sonnenbaden, Waldspaziergang, Meditation, irgendwas in die Richtung. Ja. Hätte ich gelten lassen. Ja, da habe ich nicht auf die Buchstaben geachtet. Das war auch nur so ein extra. Danke für diesen kleinen Hinweis, ja, das ist nett. Extra Tipp. Also wenn man sich einen richtig schönen Tag machen will, dann sucht man sich einfach von allen Vieren eine Aktivität und macht was davon oder wäre das ein richtig toller Tag. Gut, einen nicht so tollen Tag hat bisher das Team Ölige Sardinen, denn da steht es punktemäßig noch ganz unten. Aber wir gucken mal, ob sich das jetzt ändert. Wir nehmen deutsches Einhandfingeralphabet S.
Das S. 60 Sekunden ab jetzt. Dreieckig und lila. Dreieckig und lila sind das Verkehrszeichen. Lila nächstes. Gerade und grün. Gerade und grün. Sind es Pflanzen, Blumen, Blüten? Verschiedene Arten von Farbform. Nächstes bitte. Geringelt und gelb. Ich möchte lösen und rund und rot. Das sind die Aufsätze der Teletubbies. Sehr gut. Die Antennenform und die Körperfarbe der Teletubbies. Guck mal, da ist er noch dabei. Bei Teletubbies. Sehr gut. Mhm. Was hat den Ausschlag gegeben? Das geringelt irgendwie. Da dachte ich. Geringelt? Geringelt dachte ich, das passt jetzt so gar nicht zu meinen anderen Theorien. Und dann, war ein großer Fan der Teletubbies, muss ich sagen. Deswegen kam mir das zugute. Ich glaube, ich sollte mehr Teletubby-Fragen auch mal einbauen. Dann gerne. Kommen wir gut zurecht. Gerne. Also wir haben Tinky Winky natürlich, den lilanen Teletubby, Dipsy, Lala und Po ist, glaube ich, der kleinste von denen, beziehungsweise, glaube ich, sogar ein Mädchen. Mit einer runden Antenne und roter Körperfarbe. Von daher vollkommen richtig. Sehr gut. Da schnappt er sich 2 Punkte. Womit geht's weiter? Dann nehmen wir deutsches Einhandfingeralphabet Q. Eingeloggt. 60 Sekunden Zeit. Krasny 1812. Okay. Das sind Schlachten Napoleons, sowas in der Richtung. Nächstes bitte. Hanau 1813. Gott, ist das, was ist das? Ist das der gute alte Nappi oder ist das Vatikan, Papst? Hanau. Ja, wann die Städte gegründet wurden oder so? Welche Stadt wurde 1815 gegründet? Nächstes. Arcis-sur-Aube 1814. Was ist das vierte? 20 Sekunden. Ja, ich möchte lösen, das sind die Gründungsjahre nach der Reihenfolge. Und deswegen ist 1815 ist Rosenheim. Du warst doch schon wieder so nah dabei. Das ist doch schon manchmal... Napoleon? Ja, es wäre Waterloo gewesen. Es sind... Napoleonische Gefechte und Schlachten jeweils letzte des Jahres. Natürlich dann als allerletzte Schlacht von Napoleon Waterloo, wo dann verloren wurde. Es geht, bevor sich jetzt die Geschichtsexperten melden, es geht um Gefechte und Schlachten, wo Napoleon persönlich mit dabei war. So, also es gibt das noch war's andere. Nämlich, ja, das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Da war ich dann eben nicht ganz da. Deswegen, aber gut. Ich wusste nicht, dass es so ein bisschen laxer ist. Okay, aber dann... Okay. Aber es war sofort deine erste, bei Krasny hast du es schon gesagt. Finde ich ja schon krass. Krasny. Okay. Na gut. Da haben wir ja noch eins. Dann nehmen wir deutsches Einhandfingeralphabet A. Und das ist wieder eine Bilderfrage, mit der dann auch die Runde endet. Ich möchte wissen, was zeigt das vierte Bild? Los geht's. Okay, das ist ein geheimes Element. Vanadium. Ist das CR? Ich weiß nicht. Nächstes bitte. Okay. Das sind Browser. Das ist Chrome, Safari. Jetzt ist nur die Frage, welche Reihenfolge willst du? Könnt ihr ja noch eins aufdecken.
Safari, Firefox, Internet Explorer. Chrome ist aber relativ neu, oder? Ist es die umgekehrte Reihenfolge? Ich sage mal, ich möchte lösen und sage Internet Explorer. Warum deckst du die Sachen nicht weiter Punkte. Auf? Ich will die Punkte haben. Das dritte Bild wäre gewesen dieses hier. Du hast das Thema schon vollkommen richtig erkannt. Es sind die weltweit am meisten genutzten Internetbrowser. Da haben wir auf Platz 1 Chrome, auf 2 Safari, auf 3 Edge. Und das wäre jetzt Firefox gewesen auf dem 4. Platz. Das hätte mich wahrscheinlich rausgehauen, weil ich Edge nicht kenne. Ich weiß nicht, was Edge ist, aber... Das ist die neue Version quasi von Internet Explorer. Ach so, okay. Ja, ich dachte, es geht vielleicht nach Zeit rückwärts so, aber naja. Schade. Ja, der gute alte Internet Explorer ist leider weg. Das wird viele Webprogrammierer freuen. Beziehungsweise wird nicht mehr so oft genutzt. So. Das bedeutet... Wir haben jetzt hier die Wand. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich 16 Begriffe sehen. 4x4 Begriffe davon gehören zusammen. Solltest du jetzt hier gleich mir komplett sofort innerhalb von 3 Minuten nennen, welche 4x4 Begriffe zusammengehören, bekommst du nochmal 4 extra Punkte und 2 pro Quartett. Und am Ende wird aufgelöst, dann bekommst du nochmal 2 Punkte pro Benennung des richtigen Quartett-Oberbegriffs, auch wenn du das vorher nicht gefunden hast. Also du kannst insgesamt 20 Punkte hier holen. Mhm. Bedenke auch, dass es auch Red Herrings geben kann, also Wörter, die in 2 Gruppen theoretisch passen, aber dann letzten Endes, wenn man 4x4 Gruppen findet, natürlich nur zu einer Gruppe gehören können. Das wollte ich nochmal anmerken. Ja. Okay. 3 Minuten Zeit. Ab jetzt. Okay. Wir haben Schumacher, Fassbender, Wurmann, Schanze, Knochen, Sohle, Atom, Brot, Eis, Ende gut. Atomkraft, Malerkraft, Brotkraft, Knochenjob, Benno Fuhrmann, Michael Fassbender, Michael Schumacher, Michael Bärenhüter, Michael Motto. Maler, aber den schreibt man mit H, den Maler. Schanze. Wow. Sohle ist ja so Salz, ne? Salzwasser. Mhm. Knochen. Brot und Salz. Ende. Ja. Nichts, was mir ins Auge springt. Also wir haben Michael Fassbender und Michael Schumacher. Ich sag mal Schumacher, Fassbender, Bärenhüter, Fuhrmann. Nein. Der heißt auch nicht Michael Fassbender, der heißt Rainer Maria Fassbender. Benno Fuhrmann. Bestimmt so ein verbindendes Wort, wenn du sagst Herzblatt, V-Blatt, Klasseblatt, Malerblatt. Mhm. Klasseblatt, ja. Ich würde mich melden, wenn ich einen Schlaganfall habe. Ne? Das ist einfach nur jetzt überlegen. Atom-U-Boot, V-U-Boot, Schanze. Andere Wörter für Gebäude, Schanze. Eismann, Uhrmann, Herzmann, Malermann.
Motto. 20 Sekunden. Thomann. Zehn Sekunden. Und die Zeit ist vorbei. Aber nicht so schlimm, denn du kannst doch jeweils 2 Punkte bekommen, wenn du mir die richtigen Begriffe nennst, jetzt, wo ich dir die zusammenführen werde. Zack, das wäre die richtige Einteilung gewesen. Ich möchte wissen, was ist die Verbindung von Ende, Schuhmacher, Schanze und Fassbender? Es ist Michael, aber heißt ja nicht Rainer, Weiner, Werner, Fassbender. Ich sag Michael. Das ist korrekt. Michael Fassbender, Schauspieler. Michael Schumacher, ach, der Michael Rennfahrer. Ach so, ja klar. Ach Gott, ich dachte nur an den Regisseur die ganze Zeit. Ja, Michael Schanze, der früher 1, 2 oder 3 moderiert hat, also ein Moderator von früher. Und Michael Ende, der beispielsweise die unendliche Geschichte geschrieben hat, oder Jim Knopf. Das wären alles Michaels gewesen. Ja. Ist natürlich fies wegen Ende und Schanze, weil das jetzt nicht so typische Nachnamen sind. Aber ja, das hast du zumindest erkannt. Das gibt 2 Punkte, dann hast du aktuell 4. Dann möchte ich wissen, was ist die Verbindung von Atom, Sohle, Klasse und Motto? Das sind auch spanische Wörter vielleicht irgendwie so, Sohle, aber... Ich sage, es sind auch spanische Wörter. Lies die Wörter noch mal vor, wenn du den ersten Buchstaben wegnimmst. Das sind Vornamen, wenn man den ersten Buchstaben wegnimmt. Ja, richtig. Wir haben Tom, Ole, Lasse und Otto. Also jeweils, wenn der erste Buchstabe weg ist, wird es zu einem männlichen Vornamen. Nächste Gruppe ist Herz, Brot, Eis und Knochen. Ja, das ist bestimmt. Ja, kann gebrochen werden. Mhm, richtig, Dinge, die man brechen kann. 2 Punkte. Jemand das Herz brechen, Brot brechen zusammen, das Eis brechen oder jemanden die Knochen brechen. Letzte Gruppe ist Bärenhüter, Maler, Pfau und Fuhrmann. Klingt jetzt auch wie Nachnamen eigentlich, ne? Maler, Pfau. Oder das sind alles Dinge, die auf Helmut Koch zu treffen. Der große Bärenhüter. Ja, so die 4 Stationen von irgendeinem Menschen oder so. Erst war er Bärenhüter, dann Maler. Dann hat er und am Ende ein V. V, ja, ich weiß es nicht. Das sind alles Sternbilder. Hätte man vielleicht von Bärenhüter, so der große Bär, der Bärenhüter, das Sternbild des Bärenhüters in der Nähe zum Beispiel vom großen Bären. Und wie gesagt, das andere sind auch alles Sternbilder. Gut, das heißt bis hierhin. Ja, der heißt auch Fassbinder, ne? Also ich habe mich komplett, war komplett auf dem Holzweg die ganze Zeit. Bis hierhin hast du schon mal 6 Punkte gesammelt. Das heißt, du kannst dich theoretisch noch übertreffen, denn in der letzten Runde, das ist ja unser gutes altes Konsonantenchaos, da kannst du 20 Punkte sammeln, einen pro Begriff. Also kannst du theoretisch ab jetzt könntest du noch 26 Punkte haben. Okay. Die erste Kategorie vom Konsonantenchaos lautet Figuren aus dem Struwwelpeter von 1844. Das heißt, wir werden jetzt gleich 4 Wörter sehen, ohne Umlaute und Vokale, ohne A, I, U, solche Geschichten, Ä, Ü. Und Florentin Will muss sagen, was ist denn die Figur, die da gesucht wird? Ein Punkt pro
richtige Antwort. Und man darf sich auch nicht zu viel Zeit lassen. Also irgendwann löse ich auf. Bist du bereit? Bin bereit. Dann geht es los mit den Strubbelpeter-Figuren. Nummer 1, let's go. Was ist das hier? Der Suppenkasper. Richtig. Der fliegende Robert. Richtig. Fliegender Robert. Mounts, die Katzen, ne? Mounts und Mounts, die Katzen. Fast Minz und Mounts. Hans, guck in die Luft. Das sind ja schon mal 3 Punkte. Minz und Mounts, okay. Minz und Mounts, die Katzen, die oben ihre Tatzen. Da ist das Mädchen mit den Streichhölzern. Das ist, glaube ich, dieses Feuermädchen, was dann verbrannt ist, leider. Okay. So, die nächste Kategorie. Es gibt ja den, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Es wird ja jedes Jahr der Vogel des Jahres gekürt. Mhm. Und da haben bisher schon sehr, sehr viele verschiedene Vögel gewonnen. Mhm. Und das hier werden jetzt 4 Stück von diesen Gewinnervögeln sein. Ja. Ja. Hast du da schon mal Berührungspunkte gehabt mit dem Vogel des Jahres? Ja, Vögel interessieren mich nicht so. Nicht. Dann bin ich gespannt. Es geht los. Welchen Gewinnervogel suchen wir hier? Der S-Vogel? Nee. Das wäre der Eisvogel natürlich. Eisvogel. Der Mauersegler. Richtig. Die Freischwalbe? Nein. Uferschwalbe. Der Haubentaucher. Richtig. Mauersegler und Haubentaucher bescheren dir 2 weitere Punkte. Ja, Feldlerch hätte man noch erwähnen können, aber das soll nicht unbedingt sein. Ich habe deine 2 Favoriten natürlich rausgelassen, das ist klar. So, und dann gucken wir mal, wie es in der nächsten Kategorie aussieht. Und zwar sind das Werke von Shakespeare, englische Titel. Da erwarte ich jetzt einiges. Let's go. Midsummer Night's Dream. Richtig. The Taming of the Shrew. Richtig. The Merchant of Venice. Richtig. Und Sekunden. Much Ado About Nothing wäre es gewesen. Ah, viel Lärm um nichts. 3 Punkte aber. Sehr gut. So. Da haben wir die vorletzte Kategorie und das sind Begriffe aus dem Straßenverkehr. Let's go. Oitz. Parken, Kreuzparkzone. Nee, Kurzparkzone. Ich löse auf, Ortsumgehung, nächstes. Bahnkreuz. Trambahn. Bahnkreuz. T-Bahn. Autobahnkreuz, nächstes. Ja.
Parkfahrlicht. Das ist korrekt. Ja, da wollen wir nächstes Mal sehen, wie du dich beim Kreuzparken so einreißt. Da werde ich mal genauer hingucken. So, und wir haben die letzte Kategorie, die da lautet Adelsgeschlechter. Los geht's. Habsburg-Lothringen. Richtig. Rennnuss. Haus Rennnuss oder auch genannt Oranien-Nassau. Nächstes. Hohenzollern. Sigmaringen. Ja. Und? Schaumburg-Lippe. Richtig. 3 Punkte. So. Was meinst du? Hast du dich übertroffen oder nicht? Nee. Doch hast du. Um einen Punkt. Okay. Wir haben 18 Punkte für das Team Ölige Sardinen. Das heißt, wenn es so weitergeht, erreichen wir irgendwann die 100. Ja, langsame Schritte, ne? Die Sardine, ja. Stück für Stück, Schwanzschlag für Schwanzschlag kommt man voran. Ja, wie hast du es empfunden? Wie fandst du diese extrem Folge? Demütigend und stressig. Erniedrigend. So soll es sein. Das ist das Only-Connect-Feeling, was man gern haben möchte. Also an alle Leute, die sich bis hierhin durchgeguckt haben und sich fragen, was ist das? Schaut euch gerne mal eine Folge von Only Connect an. Also das ist quasi eine deutsche Adaption von Only Connect, einer britischen Fernsehshow, die extrem schwierig ist. Von daher ist es gar nicht so schlimm. Ich finde, du hast dich sehr gut geschlagen. Du hattest sehr oft die richtige Idee, hast aber nicht noch ein Bild weiter aufgelöst oder solche Sachen. Was ein bisschen schade ist, aber no risk, no fun, das ist ja dein Motto. Ja, korrekt. Gut. Vielen Dank, dass du trotzdem noch mitgemacht hast. Mhm. Als alter Rätselfuchs hast du natürlich wieder angebissen, den Köder geschluckt und fragst dich jetzt wieder, warum zum Kuckuck habe ich es getan? Ja. Aber möglicherweise ist das Team Ölige Sardinen auch in der nächsten Folge wieder dabei. Wir werden mal schauen. Wir werden mal schauen, wie es weitergeht. Und ich danke allen, die jetzt hier zugeguckt haben, die vielleicht auch selber mitgerätselt haben. Schreibt gerne Feedback in die Kommentare, in die YouTube-Kommentare rein. Ihr könnt auch gerne eigene Vorschläge machen für Themen oder Fragen. Und wie das funktioniert, werde ich in Pinned Comment reinhauen. Und da wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Florentiville. Danke, ebenfalls. Tschüss.